Die E-Mobilität ist nicht mehr wegzudenken. Wir sind bei Saturn in Saarbrücken. Hier ist er, der Segway Ninebot Max G30D für 799 Euro. Dafür ist der Carsten Reckenwald aber noch nicht dabei. Hallo Sven, nein, mich gibt es nicht inklusive. Ja, wir haben ihn mal ausgepackt. Er ist zugelassen. Das bedeutet, ich darf ihn hochoffiziell im Straßenverkehr bewegen, wenn ich denn hier hinten ein Nummernschild draufgeklebt habe, richtig? Richtig, genau. So, die sind zum Aufkleben und ihr habt lange drauf gewartet. Das Thema Zulassung hat ein bisschen gedauert. Jetzt sind sie da. Das ist jetzt powered by Segway. Richtig, genau. Und jetzt geht's los. So, du erklärst das Ganze mal ganz kurz. Also das ist jetzt die schwerste und ich sag mal stabilste Version, die ihr zurzeit an Lager habt. Es geht los bei 4,99. Genau, richtig. Das Gerät, was wir hier sehen, hat einen ordentlichen Zug und lässt sich per App auch gleich einstellen, so wie man das selber braucht. Sprich, Beschränkungen, was die Geschwindigkeit angeht. Ja. Das alles. Also es sind zwei Bremsen dabei. Vielleicht als kurzer Hinweis, die linke Bremse ist die da, wenn du mal kurz betätigst, links. Einfach mal bremsen. Da gibt es zwei Stück, nämlich eine ganz normale Scheibenbremse und eine Rekuperationsbremse, eine Wirbelstrombremse, die sogar noch Energie erzeugt beim Berg runterfahren. Der wird dann zurück in die Batterie gespeist. Ja, du bist jetzt im Modus S, wenn du mal kurz zeigst. Man kann das umstellen. Genau. Zweimal klicken, dann ist man auf Eco, ist auch eine Frage der Reichweite und dann in der Mitte ist man auf Drive und dann gibt es S wie Speed. Ja, fahr mal bitte. Bin mal selber gespannt. Wie cool. Er fährt einmal quer durch den Saturn. Wir müssten dazu sagen, wir haben es gerade aktivieren müssen, also den von Segway muss man aktivieren. Genau, über die App lässt sich das Ganze aktivieren und dann hat man auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzuschränken, wenn es um Kinder geht. So ist es, ja. Hier vorne steht er. Er ist nicht ganz leicht, muss man dazu sagen. Du bist ein starker Mann, wenn du mal kurz hebst und einfach mal schätzt, wie schwer er ist. Also es ist schon, hat schon sein Gewicht, oder? Dürfte so an die 30, 35 Kilo haben. 30 bis 35 Kilo, also etwas mehr wie ein Kasten Bier. Man kann ihn komplett zusammenfalten. Das ist alles dabei. Zeigen wir jetzt nicht, aber das kann man hier einfach mal erfahren. Ja, so sieht er aus. Der Segway Ninebot. Ja, gibt es in der Deutschland-Version etwas reduziert auf 20 km/h. Die internationale Version, die ist dann noch ein bisschen schneller, aber sie ist zugelassen. Hat natürlich einen enormen Vorteil, wenn mal was passiert. Ich bin versichert. Genau, richtig. Ja. Plakette drauf und dann geht's los im Straßenverkehr. Ja, im Straßenverkehr auch ganz wichtig. Es gibt einige Dinge zu beachten. Da kann man das nachlesen, wie im Moment aktuell das gehandhabt wird. Ja, mit dem Fahren fahre ich auf dem Bürgersteig, fahre ich auf der Straße und so weiter. Am besten das alles nochmal nachlesen. Besonders beliebt sind diese Fahrzeuge auch bei Firmen, muss man sagen. Also als kleiner Gag für die Mitarbeiter, für das Brötchen holen von nebenan. Genau, alles was eine größere Lagerhalle hat. Jeder Azubi fährt gerne mit sowas ein Brötchen holen. Das ist ein cooles Ding. Ja, ich war witzigerweise auf dem Flughafen in Wien gestern. Da fahren alle diese kleinen Scooter rum. Aber es ist auch total witzig für, ich sag mal, für einen Campingplatz. Zum Beispiel. Und dann auch die Geschwindigkeitsbegrenzung, die man einstellen kann, wenn die Kinder damit unterwegs sind, dass sie nicht durch die Zelte düsen. Ja, was sie ja erst dürfen ab, ich glaube ab 13 darf man damit fahren. Aber da bitte am besten nochmal nachlesen. Ja, das Ganze wird geladen, aber das sind keine Popelsteckerchen. Wenn du mal ganz kurz hier unten aufmachst, dann sieht man, da ist ein richtiges Stromkabel, was reinkommt. Also Segway hat da absolute Qualität. Ja, dafür sind sie bekannt. So, hier vorne sieht man auch die Seriennummer, die ist auch fest mit dem Bauteil verbunden. Das hat auch einen Grund, wenn es ja zugelassen ist, ja, ist das Ganze ein richtiges Kraftfahrzeug, was bewegt wird. Ja. Auch hier gilt bitte, es ist kein Fahrrad, also hier gilt nicht die 1,6 Promille Grenze. Hier ist man genauso dran wie beim Führerschein, also wenn man sein Bierchen trinkt und wird angehalten, ist man ein Beweger eines Kraftfahrzeuges. Gewesen, ja. Gewesen, so ist es. Wir gehen mal ganz kurz rüber, ihr habt noch einiges mehr. Das ist so eure, ich sag mal, Ausstellung an Rollern, die wird jetzt immer größer. Ihr habt drei zugelassene Roller, die gehen los bei 4,99. Die stehen auf der linken Seite. Hier vorne haben wir noch einen, der ist auch zugelassen, der E-Ridge. Der liegt auch bei 499 Euro, ist von der Ausführung her ein bisschen leichter. Der wiegt so um die 20 Kilo, ist nicht ganz so schwer, aber es ist auch ein wertiges Gerät. So ist es, ja. Das hängt ja auch davon ab, was macht man damit. Und auch der Geldbeutel ist ja auch ein Thema, ja. Also wie viel Geld gebe ich denn aus? Und hier auf der rechten Seite sind die nicht zugelassenen Roller. Wir haben eben mal kurz drüber gesprochen, wenn ich eine Lagerhalle habe, Privatgrundstück und so weiter, da ist es kein Thema, da kann ich es bewegen. Genau. Aber im öffentlichen Straßenverkehr mit Zulassung, man erkennt das, die haben alle hier so kleine Kennzeichen hinten drauf. Ja, genau, richtig. Da kommt die Plakette drauf und dann daran sieht man schon, ob das Gerät zugelassen werden kann oder nicht.
Ja, ganz großes Thema Finanzierung, 799 Euro. Wie funktioniert das bei euch? Ihr kommt vorbei, ihr habt einen Personalausweis, einen gültigen dabei und eine Bankkarte, seid arbeitstätig und dann geht das bis 60 Monate sogar. Ja. Die Kosten der Finanzierung, da habt ihr ein besonderes Modell. Haben wir bis 12 Monate immer kostenlos. Ab dem 13. Monat sind 6,99% per annum. Das heißt einfach durch 12 teilen den Kaufpreis, den man hat. Ihr habt keine Zinsen, keine Sondergebühren? In dem Fall bei 12 Monaten nicht. Ab dem 13. wie gesagt 6,99%. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ja, Carsten Reckenwald, wir sind in Saarbrücken. Wo findet man euch denn da in Saarbrücken? In der Trierer Straße 1, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Wenn du so lieb bist, noch eine Runde drehst, dann zeigen wir es mal gerade. Da ist auch noch ein Elektromobil dahinter. Und da bist du mit Beleuchtung STVO zugelassen. Bitteschön. Ja, wenn Sie Lust haben, kommen Sie in den Saturn nach Saarbrücken und machen Sie es so wie Carsten Reckenwald, Elektromobil unterwegs, mit Zulassung und am besten mit Helm, muss man dazu sagen. Tschüss Carsten, danke.